Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cattle and Crops. Jetzt sind wir entsprechend hier zum Getreidefeld gefahren und der Lohnunternehmer bringt gerade Mineraldünger aus. Das sollen wir uns anschauen. Der fährt da hinten gerade rum. Aber der Trottel, was macht der? Der fährt nicht so, wie wir die Fahrgassen gezählt haben, der fährt einfach quer dazu, so wie das ausschaut. Oder macht er gerade sein Vorgewende? Hoffen wir mal für ihn, dass es einfach nur das Vorgewende sein soll. Gut, weiter geht's. Das war's, jetzt sollen wir zum Maisfeld fahren. Schön, dass du ausweichst. Ich weich dir aus. Gut. So, ich bin jetzt entsprechend Richtung Maisfeld gefahren und was ich schon angesprochen hatte, wo ich mich gefragt habe, ob sich die Bäume weiterentwickeln mit der Jahreszeit. Ja, sie tun's. Mega cool. Wir haben jetzt richtig viel Blätter drauf. Im Vergleich zur letzten Folge. So, und jetzt sind wir auch direkt hier schon am Maisfeld. Da ist der Lohnunternehmer gerade nochmal am Gärreste fahren. Und fahren wir ein Stückchen näher hier ran. Steigen wir mal kurz aus. Ja, der wächst schon schön. Kann man so lassen, würde ich sagen. Müssen wir aufpassen, dass uns nicht überfährt. Gut. Uns das auch angeschaut. So. Dann geht's wieder zurück zum Hof. So, da sind wir auch schon wieder zurück am Hof. Und wir sollen den Traktor parken und ins Haus gehen. Machen wir das mal. Ups. Was sagt er uns jetzt? Es geht garantiert die Zeit gleich wieder vor. Genau. Mai, Juni. Hängt es wieder. Jetzt leider garantiert irgendwas. Und dann geht's weiter. Okay. Hochsommer. Die Sommergerste befindet sich im 90er BBCH-Stadium und ist nahezu reif. Was brauche ich alles für meine Ernte? Genau, Traktor mit Anhänger. Und... das heißt, wir sollen den Anhänger jetzt anhängen und zum Feld fahren. Okay. Zack. Wo ist er denn? Da. Machen wir das direkt mal. So. Rum, rum. Irgendwo. Ach, da ist ein Balken. Das ist natürlich ungünstig. So, und rückwärts. Ankuppeln. So. Und ab zum Feld geht's darum. Gut, wir fahren das Ganze zum Feld und da sind wir auch schon direkt in der Anfahrt auf das Feld. Da vorne ist es schon. Okay, das sehen wir schon, wie unsere Gerste da steht. Jetzt müssen wir bestimmt gleich einen Drescher abholen. Ja, wir müssen auf den Mähdrescher bloß warten, okay. Machen wir den Traktor so weit aus. Können sogar aussteigen hier. Laufen wir mal zum Feld. Sieht schön aus. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Grafik. Mal Vegetation hier ein bisschen weiter rendern. Damit ihr ein bisschen mehr seht hier.
Schön ist die gewachsen. So, jetzt ist nur die Frage, wann kommt der Mähdrescher? Ich sehe was, da oben blinkt was. Ich habe es gerade eben schon gesehen, ich habe schon fast gedacht, er kommt doch nicht, weil er dann kurz wieder weg war, aber da kommt der Drescher angefahren. Was ich hier auch entdeckt habe, hier außen, während des Szenarios erhaltet ihr entsprechend XP, also es lohnt sich schon, das durchzuspielen. Ich weiß zwar noch nicht, was man mit denen machen kann, aber sollen scheinbar nicht schlecht sein. Ich werde es noch rausfinden, für was die gut sind, dann sage ich es euch. Okay, wir sind schon länger mit dem Lohnunternehmer befreundet und deshalb lässt er uns fahren. Genau, wir sollen uns... Das hat er jetzt aber schnell gemacht hier. So. Steigen wir mal ein hier. Der muss den richtig einstellen, genau. Das muss man selber machen, so wie es ausschaut, oder? Naja, muss ein Vorfahren, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Fahren wir mal ein paar mehr. Na, wir fahren jetzt einfach mal aufs Feld, so. Gut. Ich weiß, wir müssen jetzt mal hier das Ganze senken. Wir müssen Drescher ausklappen. Können wir nochmal hier reinschauen. Machen wir den Professor da weg. So. Motor genau ist an. Arbeitsmotor machen wir an. Die Tankklappe. Sehe ich jetzt nicht. Stromverteiler. Sagen wir, verstreuen das Ganze. Ah, okay, das ist an. Gut, machen wir das wieder an. Und dann war's das doch auch schon. Können wir loslegen. Und wir dreschen unsere erste Gerste hier im Szenario. Okay, jetzt sind sie weg. Die ganzen XPs hier ein bisschen gestört. Wir sehen auch schon, unser Tank füllt sich. Warte mal. Jetzt steht da plötzlich wieder was. Wir sollen vor das Schneidwerk gehen. Okay. Ah, so. Jetzt dürfen wir da nicht reinlaufen, sonst sind wir gehäckselt. Ja, weiter. Also, das Schneidwerk schneidet einfach die Körner. Das ist lahm. Das geht dann nach hinten, wird über Siebe ausgedroschen. Dann ist da noch ein Luftgebläse, das hier oben entsteht, was dann quasi die Spreu von der Gerste trennt. So. Und hier hinten. Entweder Spatablage oder Häcksler. Das kennen wir auch schon. Und genau, das können wir dann zu Ballen pressen, falls wir einen Spat haben. Jetzt doch mal weiter dreschen. Ah. Habe ich vorher nicht kapiert, sorry. Machen wir jetzt halt weiter. Ungewohnt zu fahren, sagt er. Ja, klar ist die Lenkung hinten, aber das ist deshalb nicht ungewohnt. Bin es ja gewohnt. Von dem her geht's. Machen wir das Feld hier weg. Schauen wir mal, ob es in einen Tank reinpasst. Jetzt haben wir gleich eine Spur und haben gleich 1000 Liter im Tank drin. So,
würde erstmal außen rumfahren. Da ist ein kleines Stückchen, wo man nichts gesät haben. Das war gerade ein bisschen flott. So. Schau es von außen aus. Wir häckseln das Ganze hier jetzt. Aha, Ausdünnungsbereich, okay. Jetzt sehen wir den Teil hier voll und da hinten sehen wir dann noch einen Teil. Mal den Professor weg hier. Also Tukano können wir hier schön langfahren. Bleibt ein bisschen was stehen, ist nicht gut. Gehen wir mal das Schneidewerk hier aus und fahren mal da außen rum. Nämlich von hier ansetzen und können dann ein Stück mitdreschen. So, weiter geht's. Und haben wir gleich 2000 Liter schon im Tank. Ich glaube, wir müssen gar nicht alles dreschen. Was sagt der? Genau, wir sollen die gesamte Breite ausnutzen, um effizientesten zu sein und Zeit und Diesel zu sparen. Eigentlich könnten wir hierfür auch wieder das automatische Bahnsystem nehmen. Aber mit dem Umdrehen ist jetzt nur ein Szenario, dafür lasse ich es jetzt mal noch, das mache ich dann später wieder, wenn es an die Karriere geht. So, jetzt sind wir gleich einmal außen rum. Ich denke dreimal rum, dann ist fertig mit dem Szenario. Das heißt, es passt so rein optisch alles in einen Tank. Jetzt sind wir mal gespannt. Was mich auch interessieren würde hier, wer von euch Zuschauern ist schon in Realität auf einem Bauernhof gewesen und dann das Ganze bitte weiter untergliedern. Wer ist auf dem Bauernhof schon mal Traktor gefahren? Wer ist auf dem Bauernhof schon mal Mähdrescher gefahren? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie das so die Verteilung unter euch ist. Oder ob ihr alles Leute seid, die noch nie einen echten Traktor gefahren sind. Oder auch einen Schlepper. So. Schauen wir nochmal von außen. Da können wir schon ein bisschen länger fahren. So, was will denn der? Zur Ernte muss das Getreide reif sein und die Pflanze und die Körner trocken sein. Genau, Restfeuchtigkeit 14%, ja. Kann auch ein bisschen feuchter, also 17, 18 geht auch. Das Problem ist halt, wenn man das Ganze verkauft, muss es möglichst trocken sein. Wenn es nicht möglichst trocken ist, bekommt man Abschläge. Es wird auch eine Probe von den Inhaltsstoffen genommen. Je nachdem wird dann bezahlt. Wenn man es selber zu Hause einlagert für die eigenen Tiere, und es kann dort auch gut trocknen, dann macht das mit 17-18% nicht viel aus. So, wird zu spät geerntet, fallen die Ähren aus. Es bleibt liegen. Sagt das Staub, das wäre ein gutes Zeichen. Ja. Ob man das jetzt so pauschalisieren kann, wage ich doch zu bezweifeln. Aber wenn es sagt, wir sind pünktlich,
weiß gar nicht. Sehen wir das hier drin? Das sind nach unserem Feld. Bodenbedingungen, Wachstum. Ah, okay, der Balken ist das Wachstum bei 100%. Okay, ist jetzt im Hintergrund weitergefahren. Sehr interessant. Aha. Wenn ein Traktor so dahingestellt? Weiß es gar nicht mehr. Genau, jetzt kommt der Professor wieder. Wir häckseln heute das Stroh. Ja, ich weiß, dass wir das umstellen können. Wir haben auch schon Ballen gepresst, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Heute wird alles gehäckselt. Jetzt haben wir schon die Hälfte fast das ganze Feld in einen Tank voll rein. Interessant. Professor, du hast es selber schon mal gesagt. Alles muss man nicht sagen. Sonst haben wir noch Streit hier. Okay, ah, okay, deshalb stand der Traktor so komisch auf der Straße. Da hat sich jetzt wahrscheinlich der Lohnunternehmer reingesetzt und spielt jetzt Abfahrer. Merkt, dass unser Tank fast voll ist und deshalb fährt er uns jetzt hinterher. Sonst haben wir vorher nicht ganz sauber genug, deshalb bleibt er ein Stück stehen. Ja, dem Rohr ist eine Schnecke, genau. Daraus wird dann aus dem Tank das Ganze ausgepumpt und kann dann auf dem Anhänger geladen werden. Wir machen schon mal mit Erde das Rohr raus. Das sollte nicht passieren, das ist ein teurer Unfall, wenn man da Schneidwerk irgendwo hängen bleibt. Kommst du, oder? Gut. So, jetzt bitte abladen.
denn das? Müssen wir das selber starten? Meine Bug ist immer noch da. Und das war damals auch schon die 1.0-Version mit dem Crash-Tutorial. Glaube ich. Das allererste als Abfahrer abgehauen ist nicht. Aber das zweite dann. So. Schalten wir schon mal eine Dresche hier ab. Bisschen leiser wird. Da ist der Bunker leer. Und dann war es das auch. Fertig mit Dreschen. Perfekt. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder aufladen. Und das Rohr wieder rein. Dann fahren wir mal davor zum Bägelchen, so da hinten. Mein Field of View mal wieder ein bisschen richtig einstellen hier. Ach stimmt, den hat er auf der anderen Seite jetzt hingestellt. So, zum Glück sind da die Bäume weg, dann können wir hier schön rumfahren. So. Und jetzt müssen wir den Drescher noch in Transportmodus bringen und das Wägelchen anhängen. Okay, und jetzt sollen wir den MP tragen und sollen das Getreide heimfahren. Gut, dann machen wir das mal. So, und da sind wir auch schon am Hof. Jetzt müssen wir die da reinladen. Ab durch das Tor. Reicht das? Knapp. Was da? So. Sagen wir entladen und Start. Dann kriegt er das da hinten aus. Schön. Wir haben unsere Ernte trocken heimgebracht. Ist zwar nicht sonderlich viel, aber das erste. Schön. Das war's dann auch und als nächstes geht's mit dem Mais weiter, oder? Genau, jetzt geht die Zeit weiter vor, weil der Mais später reif ist. Und dann sagt er uns bestimmt gleich, dass wir jetzt Mais dreschen sollen. Körnermais, okay, super Körnermais. Alles klar. Kommen Lohnleben 6 Meter Vorsatz. Alles klar. Gut, das heißt, ich mache mich jetzt auf im Schlepper und im Anhänger zum Lohnnehmer, wo ich einen Drescher hole. Und wir sehen uns dann aber erst in der nächsten Folge wieder mit dem Drescher. Und macht's gut bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und bis dann. Ciao.